Das ist eine Vase. Nein! Telefonzelle. Ja. Ach, scheiße. Flasche ist im Haus. Nein! Flasche zu Geld. Achselschweiß. Das ist nicht dein fucking Ernst. Teurer Whisky. Fischstäbchen? What? Also, come on. Sollen wir es alle gleichzeitig sagen? Pfandautomat. Herzlich willkommen zu Montagsmaler Folge 193. Wir spielen mal wieder Montagsmal in unserer alten Besetzung. Donny und Lisa. Hallo. Und hallo. Florentin und ich spielen gegeneinander. Und ich würde es. Das ist so geil, dass man Florentin einfach nicht mal sieht in der Totalen gerade, weil es einfach. Das ist. Ja, es ist einfach. Ja, freut mich. Schön, dass ihr nochmal Zeit hattet. Ja. Ja. Zum Verständnis, wir losen nicht, weil wir ja schon mal diese großartige Gruppe zusammen hatten. Ja. Wer das, die erste Folge davon noch nicht gesehen hat, sollte sich das nochmal kurz zu Gemüte führen, um zu verstehen, woher diese Stimmungen im Raum gerade eigentlich kommen. Ich hilf mir nochmal auf die Sprünge, ich bin ein bisschen Alzheimer-mäßig. Wer hat da nochmal, wie ging es nochmal aus, wer hat da nochmal gewonnen? Ich weiß gar nicht. Oh also, Gott, Leute, also. waren wir, ne? Ach so. Wir spielen Montagsmaler, wir haben hier in der Mitte Begriffe, die müssen gezeichnet werden von einem und von dem Teamkameraden müssen sie erraten werden. Hier, man hat immer 2 Minuten Zeit, ich würde sagen, wir fangen an. Will jemand unbedingt anfangen? Ich hätte nicht so bevor wir anfangen. Jetzt geht's los. Fabian. Ja. Wir haben das letzte Mal, ich habe es mir nochmal angeguckt, auch in Vorbereitung auf heute. Wir haben nicht nur schlecht gespielt, wir waren schlechte Menschen mit schlechter Kommunikation und schlechten Köpfen und alles war schlecht. Ja. Wir werden das heute ändern. Genau, wir werden das heute einfach besser machen. Wir werden uns connecten. Mhm. Wir werden versuchen, unseren jeweiligen Stil zu akzeptieren. Ja. Was machst du? Ja. Ich versuche darauf einzugehen, dass du nicht genauso denkst wie ich. Ja. Ich werde oft sehr frustriert, wenn ich merke, oh, der malt das nicht so, wie ich es gemalt hätte. Das ist total wichtig. Richtig. Das ich nehme mich heute zurück und versuche mich in dich hineinzusetzen. Ah, was, wohin will er? Ja? Genau. Also nicht zu denken, oh, das ist falsch, wie schlecht, sondern eher, wohin willst du? Genau. Und ich glaube, das ist für uns eine wichtige Lektion, dass wir uns auch auf eine Art kennenlernen, dass wir sagen, das Ego zurücknehmen, sich selbst zurücknehmen, dem anderen mal die Plattform geben und einfach zuspielen. Okay. Empathie ist das Stichwort. Lisa, Empathie. Mhm. Lisa, wir machen es so wie letztes Mal einfach, oder? Finde ich gut. Alles klar. Okay, wer fängt an? Noch ganz kurz die Regel. Ich dachte, das wäre viel witziger, weil du jetzt so lange und dann wollte ich sie kurz und dann. Okay, sorry, ich hab's. Ja. Also, siehst du, wie die bröckelt da drüber. Du, auch Profis, ne? Haben mal einen schlechten Tag, sag ich dir. Aber wenn es ein Begriff aus 2 zusammengesetzten Wörtern ist, man darf erstens und zweitens zur Erklärung machen. Ne? Das hatten wir letztes Mal auch mit 1 und 2. Man darf aber nicht innerhalb eines Bildes mit Buchstaben oder Zahlen spielen. Okay. Was ist mit englischen Begriffen? Wir hatten letztes Mal die große Drama mit englischen Clickbait. Stimmt, da gab es Probleme, Ich würde sagen, ich weiß es nicht, ob da. Ich weiß es nicht. Muss man auch mal tatsächlich sagen, diesen sehr schmuckvollen Beutel, den man bestimmt bald auch im Shop erwerben kann. Sind die Begriffe. Ich würde. Almost Plenty Merch. Ja, ich würde vorschlagen, wenn es wirklich ein englischer Begriff ist, schreibt man ein E. Ja. Damit man sofort weiß, es geht um ein. Es ist ja keine große Hilfe. Ja. Nur weil man tappt einfach im Dunkeln, weil man kommt nicht auf englische Begriffe. Okay. Ja. So, einfach damit es klar ist. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, nicht unter diesem blauen Strich malen, weil dann ist es aus der Kamera raus. Okay. Alles klar. Gut, dann. Bitte, ihr fangt an. Wir fangen an. Wir fangen an. Ihr fangt an. Okay. Ich spiele aber gleich 4 Runden. Okay. Ne? Wollen wir ein neues Blatt aufmachen oder sonst man lassen? Okay. Welcher Begriff war das übrigens? Ja. Ganz schnell gesagt. Montagsmaler. Ja, das ist ein perfektes Beispiel, warum ich jetzt schon sagen kann, dass Florentin verlieren muss. Ja, mal mal Kalender. Montag. Mal doch mal Montag. Ja, ey. Mach 7 Tage die Woche, nicht 365 Tage Kalender. Okay. Alles klar. Mein Puls jetzt schon wieder, ey. Ist doch geil. Ich finde aber auch, der Druck ist ganz schön groß jetzt. Also wir wir müssen heute. Ja, deswegen wird doch so geprahlt, damit der Druck groß bleibt. Der einzige Druck, den wir heute haben, ist wieder 1 bis 3 neue T-Shirt-Motive zu machen. Ja, deswegen. Ja, Dennis sitzt uns im Nacken und sagt: Leute, wir brauchen Motive. Wo ist der nächste Familienoberhauptvogel? Genau. Ich glaube, wir haben von Flasche zu Geld 3 Stück verkauft. Also. Ja, und eins hat mindestens Fabian gekauft. Und eins habe ich geschenkt bekommen. Wie, das wurde echt gemacht? Ja, das ist wirklich ein T-Shirt-Motiv. Das wusste ich gar nicht. Ja, der Gag wurde Realität.
Ich will das auch haben. Ich wollte eigentlich habe ich gedacht, wir beide kommen heute in diesem T-Shirt. Aber das wäre eine zu krasse Provokation gewesen, glaube ich. Okay, wir fangen jetzt mal an. Und sagen, ich, wenn ich hier stehe, kannst du es einigermaßen sehen, ne? Ja, das ist super. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. 2 Minuten. Das ist so schwer. Mensch, auf jeden Fall Weste, Schwimmweste. Westennest. Nee, Weste. Von Mensch. Hey, hallo, Westen. Entschuldigung. Achso, schusssichere Weste. Schussweste. Ja. Hast du schon viel Zeit gekostet? Schussweste. Jetzt sei ruhig da drüben. Okay. Schussweste. Ach, deswegen hast du 2-1 gehört. Okay, check ich. Haus. Ich warte noch ein bisschen. Mauer. Wand. Ich warte noch ein bisschen. Hauswand. Ist das ein Haus überhaupt? Ist das, glaube ich, ein Haus? Zement? Farbe? Wandfarbe? Maler? Ach, warte, das ist schon wieder. Entschuldigung. Nee, war schon gut. Wand? Oder vielleicht machst du den nächsten einfach? Oder dürfen wir das? Nein. Darf man nicht? Nein. Nee, wirklich darf so? Man, glaube ich, nicht. Okay. Nicht Wand, Ecke, Seite, Front, Fassade? Ey, das ist schon. Naja, ich darf nichts sagen. Gardinenstange? Ist doch nicht so leicht. Schnauze da drüben. Das ist offensichtlich ein Hoden oder sowas. Rosette, also, keine Ahnung, Blume, Efeu, Hauswand. Du zeigst aber mit dem Pfeil auf die Hauswand, ich weiß nicht, Dachschaden, Dachrinne. Ah, oh Gott. Dach Scheiße. Ist nicht Dach. Come on, ey. Oben. Panik! Ganz schön unangenehm. Oben rechts! Das ist aber auch wirklich super gesagt, schwierig. Dach, was ist nein. Das? Kachelziegel, Dachziegel. Oh, ist endlich vorbei. Abgelaufen. Das Wort war Deckenstuck. Das ist nicht mal ein Wort. Wenn heißt es Stuckdecke, ey. Aber doch nicht Deckenstuck. Jetzt hat Veto gegen die Begriffe. Yeah. Selbst Schussweste. Das Ding heißt kugelsichere Weste. Weißt du, was eine Schussweste sein soll? Sorry, aber Deckenstuck ist hardcore. Ja. Aber ist doch gar nicht so leicht, ne? Ein Punkt. Ja, wart doch jetzt mal ab, ey. Du hast eine Minuten. Große Fresse, bevor du losgegangen bist, mein Freund. Willst du anfangen oder soll ich? Mega. Deckenstuck, das ist. Dann fange ich an. Dann fängst du an, okay. Ey, aber ey, nichts, du hast gut gemacht. Keine Ahnung. Das ey, ihr wart super. Ey, du warst richtig. Richtig, krass. Ey, aber Decke. Dreh mal um. Ja, ich weiß auch nicht, ob man. Ich kann nichts motzen. Ich hätte vielleicht ein Zimmer gemalt für die Decke und nicht. Nee, malst du von der Seite? Achso, das sollte das Zimmer von innen sein. Aber naja, das hat man nicht. Ach so. Ja. Na gut, das ist jetzt mal ein bisschen ein Handicap, weil ich Rechtshänder bin. Ja, aber ist okay. Nee. Keine Handicap für Drehung. Das passt schon. Ich kann das hier doch. Nee, das passt schon. Das krieg ich schon hin. Okay. Alles bist du bereit, Lisa? Ich bin bereit. Hast du seine Kommentare gehört, während wir gerade dran waren? Ja. Aber ich hab's nur, ich war eigentlich halb im Tunnel, deswegen habe ich es richtig. Wir bleiben ruhig. Wir konzentrieren. Ja. Ja. Und auch gerne mal sagen. Ich weiß es nicht, gib mir einen Tipp. Ja. Ja, ich fange auch an. Aber du darfst ja nicht sprechen, deswegen ist es egal, ob du einen Tipp tippst oder nicht. Man kann noch ein paar Tipps. Dann mach von der anderen Seite. Ich komm, mach mal jetzt. Okay. Uhr, hast du am Griff? Am Start? Hier. Müsst ihr mit der Uhr. 2 Minuten, ne? Ja. Und? 3, 2, 1, go. Ah! Sehr leicht. Das darf er nicht sagen, gut. Nicht mal das. Regen. Ja, ich habe gesagt, dass es schwer ist. Okay, gut. Toaster. Nein. Regen. Dusche. Dusche. Duschwand. Mein Gott! Du Duschvorhang. Ja! Ja! Und schon direkt erstmal so, mein Gott, vorhin noch so, wir sind nett zueinander. Aber ist ganz gut gemalt für den Duschwagen. Geht so. Vor allem warum. Rutsche, Berg, Bergsteiger, Berg-Skifahrer, Ski-Alpinfahrer, Skispringen, Skiabfahrt. Ja, Skihügel. Ja, das ist ein Berg. Das ist ein Berg, Florentin. Ist gar nicht so einfach, ne? Okay, Ski plus. Das war der Begriff, und ist schon ein bisschen. Skiauslauf. Nein. Okay, zweites. Okay. Das ist ein Berg. Ein Skiberg. Après-Ski?
Schneemann. Okay. Schiemann? Schneemann. Ey, Flunti muss mal ein Vollbild zeigen. Ja. Schneemann? Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Schneeschuhe? Ja! Was sind denn Schneeschuhe? Na, die kann man mit durchwandern. Wo man durch Schnee gehen kann. Wanne, Glas, Behälter. Toaster, schon wieder. Ich sehe wieder den Toaster. Tasche? Was? Tisch? Tier? Euter! Es sind Euter! Milch, Kuhmilch, Milchpackung, Milchbeutel, Milcheimer. Hä? Mein Gott! Vorbei! Nein, ach komm, ey! Was war das? Milchkanne. Milchglas? Milchglas. Milchglas? Es sind 2 Punkte! Ach so. Wir liegen vorne! Wir haben 1 nur gehabt, ne? Ja. Aber das ist gar kein Problem. Wir hatten Deckenstück als zweiten Begriff. Ja, also Duschvorhang, mega einfach. Ja, gut, ne? Also Schneeschuhe, bald der erstmal ins Kriegen Klobauer. Wir hin. Kriegen wir hin. Das läuft. Okay, dann hier. Okay. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Einfach das war nicht mal schlecht. Von rechts, von links meine ich. Von links? Ja, ich gehe dahin, wo. Ach so, ja, okay. Die Köpfe sind immer so schwer zu machen. Ich finde aber Tiere Pferd wirklich. Ihr habt doch trainiert, ey. Wann redet der so gut? Ah, ja. Im Vergleich zu erst. Nee, red. Red. Ach so. Raten, wir sind red. Einfach gesinkt. Wir haben heute schon ein bisschen gesinnt. Zeit miteinander verbracht und waren letzte Woche noch im Bananenboot unterwegs. So, komm. Da sind die Begriffe. Also, ihr liegt einen Punkt hinten. Ich darf schon mal auch rausholen. Ja, ne? Du. Okay, 3, 2, 1, los. Ja, das ist gar nichts, ne? Das ist so anstrengend, ey. Tannenbaum, Tanne, Baum, Kiefer, Tannenbaumständer, Weihnachten, alle Baumarten, Geschenk, ja. Weihnachtsgeschenk, Bescherung, Kalender, Adventskalender. Mhm. Mhm. Ach, shit. Sind aber nicht 24 Türchen. Okay. Erstes Wort: Gesicht, Schreien, Essen, Zahn, Lippe, Zahnschmerzen, Zahnspange. Zähne, Zahnkrone, Zahnfee, Osterkorb, also es ist ein Korb. Ach. Süßigkeiten essen, das verflixte Nikolaus, Kopf, ne? Bei denen. Mondgesicht, Mond, Zahn, Mundhöhle, Zähne, Lippen, Essen. Was, das ist ein Scheißbegriff, ey. Fuck off. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Korb, ich find's nicht so schwer. Lippen, Zähne, Essen. Ich würde so gerne was sagen, aber ich bin fair. Ich sag darf nichts, man aber, ja nicht. Mund. Spiel. Mund. Mhm. Mundschleimhaut. Mund. Mhm. Mundkorb. Maulkorb. Maulkorb. Mhm. Maulkorb. Schnauzenkorb. Maul. Mhm. Maulkörbe. Maul. Ach, Maulkorb verteilen. Maul. Maultier. Maul. Eine Frau. Maul. Tasche. Ja! Ach, Maultasche! Wie viel noch? 6 Sekunden, ja. Wie viel? 6 Sekunden, 3, 2, 1. Hey! Es ist hart. Es ist hart, ja. Maultasche ist. Schwierig. Maultasche wusste ich ja. Ja, aber war jetzt. Also ich habe Maulkorb gut. Gesagt, aber mit Maultasche. Okay, trotzdem, wir haben 2 Punkte geholt. Ihr habt 2 Punkte geholt, damit. Das sind nicht wir. Ach so, sorry. Oh, Scheiße. Wir holen jede Runde 2 Punkte. Ja. Solide. Ja. Und dann kriegen wir das hin. Okay, das müssen wir uns merken, das ist ausgekreuzt hier. Das ist kein Strich. Ja, aber den können wir gleich eh dann. Ja, schon, man weiß ja nie, wie viel noch kommt. Das hat auch lange gedauert, bis die Leute kommen. Da kommen nicht mehr viele, um ganz ehrlich zu sein. Also, gerade führen Lisa und Donnie 3 Punkte, wir haben 2 Punkte. Sie hatten auch zuerst schon 2 Punkte. Aber sie haben aber schon 2-mal gemacht, deswegen gilt das nicht. Ich würde sagen, ihr da draußen zu Hause, ihr kühlt euch jetzt mal schön in der Eiswanne ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Was macht er denn jetzt? So Almost Sadie. Bis gleich. Tschüss. Nee, bleibt dran. Herzlich willkommen zurück zu Almost Playly Montagsmaler. Wir sind dran.
Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, okay? Okay. 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 Ich zähle dich ein. Wenn du bereit bist, sage ich, zähle ich dich ein. Okay. Aber nimm dir ruhig eine Sekunde Zeit. Lies den Begriff. Ja. Aber noch nicht, erst geh wenn ich kurz in dich. Okay, aber noch nicht lesen, warte. 3, 2, 1, die Zeit läuft. Nimm dir ruhig Zeit. 5 Sekunden. 5, 4, 3. Und wenn das gleich weiß. Okay. Jetzt ist, wir haben Zeit. 2 Minuten sind sehr viel. Das ist wirklich sehr lang. Haben wir letztes Mal auch 2 Minuten gehabt? Ich fand es gerade schon ziemlich lang. Okay. Jetzt tschüss. Noch eine. Geil. Geil. Lieb Bohne, den Anfang. Ohne Sessel, Sitz. So. Bei dir war es eben ein Schuh. Lieb völlig ich. Anamorphes etwas. Ring, Treppe, Treppenstuhl. Regenstuhl, Wasserstuhl. Hashtag, was? Nummern, Schnee. Schneestuhl. Frost, Eis. Eis, Frost, Schnee, Winter. Okay. Winter! Schneestuhl. Winter? Winterstuhl, Winterferien, Wintersack, Winterkorn, Winterzeit, Winter-Nikolaus, Winter. Nikolaus, Strumpf, Winterstrumpf, Weihnachtsstrumpf, wie heißt das? Winterstrumpf, Schneestrumpf, dicke, eine schöne dicke Daunensocke. Ja! Wintersocke. Ja! Wintersocke? Wintersocken. Ja, gibt's. Alpaka-Socken habe ich auch. Ist aber schwierig. Hey, alles gut! Wir haben noch Zeit, nicht so hast du. Du musst dich gar nicht so beeilen. Ja, 25 Sekunden. Ja, okay. Du musst dich schon ein bisschen beeilen. Mehr als ein Rechteck wäre ganz gut. Ist noch kein Rechteck, da fehlt noch eine Linie. Stimmt. Oh, jetzt geht's aber hier ganz schön. Pinsel, Haken, Metzger. Metzger am Haken. Picasso hier. Haken, Klavier. What? Wäscheleine. Wäscheleine! 5 Sekunden. Waschtag, Wäscheleine, gib mir mehr! Wäschekammer! Ja! Oh, die Zeit ist vorbei! Okay. Oh, nein. Mit Kulanz. Ihr habt nichts gesagt. Mit Kulanz lassen wir es durchgehen. Okay. Es war wirklich eigentlich eine Sekunde, aber... Ich hatte es aber früher schon im Kopf. Mein Mund ist ein bisschen langsam. Ja, war schön. Das war geil, Mann. 2 Punkte. Einfach locker. Jede Runde 2 Punkte und wir sind dann locker durch. Ja. Sowas würde ich auf jeden Fall größer malen. Ja. Und nur kannst ein Stück. Ja, aber ich bin jetzt dran, Macht ihr euch mal schöne 2 Pünktchen? Eine Wäscheklammer malen ist nicht so leicht. Eine Wäscheklammer ist hart. Genau, dann ist der einfach ein Punkt jetzt, genau. So, er steht 4-3, stand 4 jetzt. 4-3. Aber wir können ja nachlegen. Wir haben ja angefangen. Ja. Wir machen uns gar keinen Stress. Wir brauchen gar keinen Pep-Talk vorher. Lisa, machst einfach dein Ding. Okay, hier, die Zeit. Uhr. Mhm. Du kannst sehen, wenn ich... Ich freue mich einfach auf Lisas Bilder. Wollt ihr 2 Minuten? Ich freue mich darauf. Ja, 2 Minuten wären gut. Gucken wir das gerne an. Du malt immer sehr schön. Bist du bereit, Lisa? Ja. Okay. Los geht's. Du bist ja fertig. Los. Oh, gut an. Nicht die Geste, die ich sehen will, bevor es losgeht, aber. Aber es gibt auch eine schönere Gesten. Flasche, Flaschenhals, das ist irgendwie so ein Golfplatz, das ist eine kleine Fahne, das ist ein, das ist ein Kuchen, eine Kerze, Torte. Ich sehe da einfach so ein kleines Fähnchen oben drauf. Das ist, es ist Teebeutel, das ist ein Teebeutel. Tee. Oh, aus 3 Begriffen steht das. Also Tee. Teelicht. Teelichterkette. Teelichter. Geschachtelte. Teelicht. Oh, das ist aber ein sehr schwieriges Wort. Fuck. Teelicht. Ja, jetzt bin ich gerade durcheinander. Teelicht ist auf jeden Fall nochmal richtig. Teelichterkette dachte ich jetzt eher so. Teelicht. Wow, keine Ahnung, was das ist. Teelichtrecht. Das ist doch ein Rechtssymbol. dieses S. Teelichtparty. Wer kennt sie nicht? Die gute alte Teelichtparty. Ich bin verzweifelt, ich kann es mir nicht sagen. Bin ich nah dran irgendwie? Teelicht? Und dann kommt noch was. Ja. Ein Wort. Ja. Teelichtpackung? Teelicht, wie viel haben wir noch? Oh, ich glaube 20. Teelicht, Teelichtersammlung, Teelichterwanne, Teelichtgefäß, Teelicht, Hashtag,
Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja ein fieser Begriff. Es ist aus meiner Sicht kein Begriff. Weil Teelicht ist schon ein schwerer Begriff. Und so weit sind wir jetzt schon. Und aus. Ey. Der wow. Begriff war. Was dachtest du, was ist es? Teelichtrennen, dachte ich, aber es gibt auch. Teelichtmuster. Ey, wow. Okay, Teelicht. Hey, Leute. Ja, ich halte. Muster ist echt super abstrakt. Ja. Ja, vor allen Dingen, was Leute, soll das, das sein? Geht nicht. Ein Teelicht wirft mal ein von der Muster an die Wand, okay, aber das ist doch Schwachsinn. Teelichtmuster ist nicht lösbar. Aber was ist denn ein Teelicht? Das was Einzige, ist das was ich mir erstens vorstellen und wie würde, soll man Muster malen? Ist, ein Teelicht hat irgendeine Aussparung innerhalb dieses Glases und wirft ein Muster an eine Wand. Aber ich habe noch nie gesagt, schau mal das schöne Teelichtmuster an der aber Wand. Boah. Sehr, sehr großes Lob. Ein nahezu perfekter Tee. Ja, ja. Hammer. Hammer. Perfekt. Das kann man so als Emoji einfach nehmen. Ja. Perfekter Tee. Ja, das fand ich auch gut. Ja, ich war auch sehr nur leider ich war begeistert, Punkt wie gut halt, ne? Du Licht schnell getan hast. Ja, das war ja klar, aber dann Muster ist, kannst du ja nicht das malen. Total, Muster sind harte Worte. Halt. Ich habe ja versucht, ein Hahntrittmuster zu malen. Aber wir werden auch mal einen harten Begriff haben. Er liebt es gerade. Wir werden auch mal einen harten Begriff haben. Ich werde mal ein Hühnchen mit Anton rupfen. Nachher. Tut mir echt leid. Also das aber einen hattet ihr ja, ne? Machen wir hier einen drauf, oder? Einen hatten wir nicht. Nein, wir hatten Teelicht, wir hatten Tee, wir hatten Licht, wir hatten also vier null Begriffe. Null für ja, ja, das haben wir jetzt okay etabliert, dass es null Punkte waren. Wie, war, okay, wie lange habt ihr gebraucht, überhaupt einen Punkt zu machen letztes Mal? Runde 6 oder so. Aber Muster ist. Das, es gibt halt einfach auch Worte, die unmöglich zu malen sind. Ja. Muster ich bin, das, ist wirklich. Deswegen habe ich ja gemeint, eigentlich hätte ich gerne eine Wiederholung gehabt, aber okay, wenn das Komitee sagt, das gibt's nicht, ich werde da Revision einlegen. In Revision. Wir werden auch ein schwieriges Wort bekommen. Und werden alles sagen, gut, ich mach doch nur Spaß. Alles gut, komm. Los! So. Eins, zwei. Warte, warte! Ja, okay. Drei. Es geht los. Okay. Wir müssen genau darauf achten, wenn die Zeit abläuft. Wir müssen auf diese Linie auch achten, ey. Okay. Okay, aber du bist jetzt schon nicht verzweifelt, Becken, das nervt mich. Becken, Insel, Becken. Wal, Treppe, Blitz, Tannenbaum, Tannen, gemütlich, Tannenwald, Tannenkrone, das sind, okay, das ist jetzt, das ist eine doppelte Tanne. Okay, das ist eine große Tanne vor einem See. Tannennetz? Nee, warte, stopp, vergiss es. Okay, ich mach meinen Kopf frei. Das gilt technisch auch schon als geredet, ne? meinst du diese Tannennetzmaschinen, wo die Tannen verpackt werden? Ich soll das alles vergessen. Tannenbaumständer? Also das ist der... ja. Hallo? Okay. Okay, Baumstamm? Holz, noch. Holzhack, Brennholz, Florentin, was ist das? Florentin! Malt nicht so stark gerade, finde ich. Ne? Okay, das sind Löcher, das sind viele vielleicht Löcher. Baumstammmuster. Schwieriger Begriff, ne? Säge, Sägeblatt. Aus einem großen Baumstamm werden viele kleine. 35 Sekunden, ne? Nee, Florentin, nee. Ich check überhaupt nicht. Das ist irgendwie so ein Sägeblatt. Nee, das ist so eine Schreddermaschine. Es ist irgendwas, was mit einem Baum hat zu tun. Nee, hat gar nicht. Noch 15 Sekunden. Irgendwas mit Essen, Lebkuchen. Lebkuchenherz. Nein, denk! 10 Sekunden denken, bitte. 5. 4. Bella! 3. Nein! 2. Nein! Adventskuss! Stopp! Aus! Oh, kein Punkt. Ihr werdet wahrscheinlich, leicht. Komm, ich mal's hier schnell hin. Eine Ausstechform. Nee, mega schwer. Ist echt ja schwer. Weil Ausstechform. Also erst. Vor allen Dingen immer auf diesen konkreten Begriff kommen zu müssen. Ich würde das auch nicht Ausstechform nennen. Ich nenne das Förmchen oder sowas. Bei ja, aber auch Förmchen ist auch. Es ist halt ja, hart, weil auch, allein Plätzchen, Teig, forget it. Und dann denkt er immer an Baum, wenn ich halt ein konkretes ja Ausstechform mache. Mal ich Nikolaus dann denk, also überhaupt nichts gegen dich, du bist super. Aber das war es hart. Es ist frustrierend, da an der Tafel zu stehen. Es war eine Nullrunde einfach. Ja. Beide harte Begriffe. Ja. Ja. Eurer war noch schwerer, gebe ich euch, aber nee, war eine Nullrunde. Ja, war schon auch schlimm, ey. Ja. War eine Nullrunde. Ausstechform. Okay. Hat er immer so dreisilbige Wörter gemacht oder was? Das, ja, ja. Merkt ihr, es scheint recht weihnachtlich geprägt. Ah ja, genau, habe ich auch das Gefühl. Ja, geiles Ding, okay, komm, gecheckt. Mhm. Meinst du, den Tipp haben wir jetzt nicht, oder was? Ich hab doch geflüstert. Ja, gerade gedacht, viel zu laut. Okay, hier ist die Linie. Er war schon so weit weg. Ja, 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 genau. Also. Nimm dir den Null Runde. Ich muss einen Begriff nehmen, stimmt. Ihr seid nur einen Punkt hinten. Alles ist noch drin, Donny. Mach dir keine Sorgen. Ich tu's doch schon mal aufbrümmeln, ich guck noch nicht hin. 3, 2, 1, go.
Ach, verdammt. Ich warte immer nur auf diese verzweifelte Geste. Okay, zwei geteilt ist. Das ist ein Tisch. Das ist, ich würde sagen, immer noch ein Tisch. Die links eine Tischtennisplatte, eine Bank. Bankautomat, Bank, Zeigefinger, Bankknopf, Bankdrücken. Ja. Sehr gut. Richtig gut. Bankdrücken. Erstes Wort, zweites Wort. Eine Person, ein Mensch, ein Zeigen, Arm, Winken. Winke Katze. Ja. Sehr gut. Achtung, die Linie. Mhm. Nur ein Wort. Röhre, Flasche, Flaschenhals, Flaschenetikett, Flaschenbauch, Wasser. Mineralwasser, Sprudelwasser. Ja! Yes. Wie viel haben wir noch? 35 Sekunden. Nice, komm mal, Lisa. Wir rasieren. Ja, aber du musst eine... Okay, warte. Okay, du hast schon drei, wir sind super in der Zeit. Ich glaube, den kriege ich nicht hin. Okay, ich glaub, kannst du einfach probieren, hin. Aber wie viel Zeit... Ich versuch's, probier es mal. Ist so schwer. Zur Übung. Stift, Mikrofon, Moderator. Moderator, Kamera. Telefonter! Telefonter! Unglaublich! Unglaublich! Das ist ja Wahnsinn! Wir sind das wieder. Das war ganz stark, Lisa! Denn ich wollte noch aufgeben! Das ist die beschissenste Kamera, das ist eigentlich ein Postding. Yes! Gut. Ganz stark! Wie viel war das? Vier? Das waren vier, ja. Eins, zwei. Ganz stark Hammer. Geraten, ey. Okay, richtig gut. Okay. Das, dass du da auf Moderator kommst mit diesem billigen Mikro. 30 Sekunden pro Begriff. Ja. Wir müssen vor allen Dingen finde ich es geil, wie die einfach nur frustriert sind, obwohl sie noch gar nichts gemacht haben. Okay. Ein bisschen Zeit. Aber nicht zu viel. Du malst die ersten 20 Sekunden immer sehr abstrakte Formen, die mir nicht viel geben. Dann wartest du das einfach ab. Welche Form sagt viel aus? Stimmt, wir haben sogar noch 5 Sekunden verloren. Aber nicht zu verkopft. Hab Spaß dabei. Sag das lieber nicht zu laut. Ja. So, du greifst in den Beutel. Danke, Checker. Ihr könnt euch doch nicht demotivieren lassen, nur weil wir gut gespielt haben. Das motiviert uns. Ja, eben. Ja, ist doch genau richtig. Ich weiß nicht, was mich mehr aufregt, dass wir schlecht sind oder dass ihr gut seid. Ich weiß es nicht. Ich treffe halt beide Sachen aufeinander so ein bisschen, ne? Okay, du bist bereit. Ja. 3, 2, 1, los. Das ist eine okaye Reaktion. Das ist so mittel. Das ist in Ordnung. Okay. Besen. Ja? Besen? Besenstiel? Beseneimer, Eimer. Putzen, Putztag, Putzplan. Eimerbesen, Waschbesen. Wascheimer, Eimer. Was? Er hat es. Besen, Eimer, Putzeimer. Ja. Ja. Super. Nimm Zeit. Lass dir Zeit. Formen immer. Zähne? Ja? Okay, Zähne. Zahn. Zahnhand, Handzahn, beißen. Zahnstocher. Cowboy, Zahnstocher. Zahnseide. Ja. Wow. Krass. Nicht schlecht. Sehr was davon Hand ist Seide? Sehr witzige Hand, ja. Ach, das ist eine. Okay. Okay. Einen kriegen wir noch hin. Alles gut. Geil, der geht schnell. Der 45 geht schnell. Sekunden. Super, überhaupt kein Problem. Schild, Straßenschild, Verkehrsschild, Vogelhaus, Rakete, Silvesterrakete. Ja. Yes! Oh. Komm, ich schaffe die vier, Mann. 33 Sekunden. Dieses Fummeln, das muss kürzer werden. Bett. Bettgestell. Bettenrost, Lattenrost. Ja.
Ja! Oh, Alter, Gott, was genau? 5 jetzt! Und die Zeit vergeht überhaupt 18 nicht. 18 Sekunden noch. Die Zeit vergeht nicht. Komm. Scheiße. Komm, schnell, schnell, schnell. Tu es. Wer hat so geübt, ey? 12. Oh nein, das ist mega dumm. Vogelrolle, Kicksroller. 5. 3. 2. Ich flieg, Klatsche. 1. Vorbei. Vogelklatsche. Geil, Alter, 4, Mann. Fuck, nicht schlecht, ey. Scheiße, du bist der fucking beste Mann. Stark. Yes. Das war echt richtig gut. Gut. Stark. Sehr spannend, es war, ey. Es war Rattenfänger. Aber es, ich ach, scheiß drauf, scheiß drauf. Ey, es war richtig gut. Ich bin nachher. Ja. Haben wir die Punkte eingetragen? Hier. Nee, das müsst ihr noch machen. 4 Stück. Soll ich mal was zugeben? Das erste Mal, wo ich wirklich ganz kurz, sehr will ich gewinnen. Das erste Mal, wo ich kurz dachte, immer die Dinger kontrollieren, ob das so ist. Mein Gehirn hat mir diese Info gerade gegeben. Ich schwör's. Mein Gehirn hat mir gesagt, ist da jetzt wirklich Dings drauf hier? Können wir nochmal nachgucken. Aber ich vertraue euch. Wir führen mit einem Punkt. 8-7. Viel Spaß, Lisa. Danke. Oh. Nur ein Punkt. Weil die werden ganz schnell weggeschmissen immer. Nee. Guck da einer mal drauf, ob das wirklich irgendwie Skistiefel das war. Das ist so schlecht. So eine schlechte. Oh, gewonnen. Okay, ist weg. Okay. Noch nicht auffrischen. Ich mach's noch nicht. Nee. Frömeln beim ersten habe ich auch gemacht. Das dürfen wir. Ja. Aber nur nicht drauf gucken. Wir jetzt auch. Nur nicht drauf gucken. Ja, bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, los. Scheiße. Gute Reaktion. 2 Griffe. Ich lasse dich erstmal noch ein bisschen malen, bevor ich jetzt hinlos. Licht. Lichttee. Das ist immer Licht, ne? Lampen. Lichter. Kette? Ja. Ja. Ach. Gut. Ja, das ist dieser Weihnachtsbezug. Anton ist sehr weihnachtlich drauf. Weihnachten und Rattenfangen. Rattenfangen weiter. Ich werde Weihnachten nach Hause. Rollschuh, Schuh, Lokomotive, Zug, Traktor, Bauer, Lokführer. Ja, gut. Okay. Ach komm. Bauer. Hätte ja ein Traktor sein können. Sehr schön. Warte mal, einfach rechts jetzt, wo es 2 steht. Mhm. Mhm. Mond, nachts, Nachthimmel, Sonne, Mond und Sterne, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, nachts, ist das richtig? Mond, Halbmond, Vanillekipferl, Plätzchen, Uhrzeitumstellung, Uhrumstellung, mhm. Sternzeit. Machen wir nochmal beim ersten irgendwie Stern, Mond und eine Uhr. So. Ah, scheiße. Uhrwerk. Warum ist dann aber noch der Sternenhimmel dabei? Nachts. Kuckucksnacht. Wie viel haben wir noch, Jungs? 30. Teleskop. Nachthimmel. Uhr, weil Uhr triggert irgendwas, ne? Nee, gar nicht. Oh, fuck. Scheiße, ich bin schlecht. Du bist nicht schlecht. Scheiß drauf. Du bist super, Lisa. Nachthimmel, ich weiß es bestimmt, wenn du es jetzt sagst, komme ich drauf. Ich auch, ja. Das war, ich komme nicht drauf. Stopp. Abendschule. Abend? Ja, ist hart. Ich wusste, das sollte bedeuten, dass es ein bisschen früher ist als Nacht. Ort, das ich kenne. Ja? Früher als Nacht. Also Abend, die Uhr und dann in die andere aber Richtung. Abend malen ist schwer. Aber bei Lichterkette waren wir Hammer. Jetzt haben wir zumindest zwei. Diesen... 2 ist doch gut. 2 ist zwei sogar. Stimmt. Ja. Ich glaube, ich krieg nicht hier 4 oder 5 hin. Wir machen einfach 2. Ja. Schön 2 pro Runde. Wir haben 1 Punkt Vorsprung. Kriegen wir hin. Ja. Okay? Ja. Aber Schule ist auch was. Ein bisschen Papier. Schule wäre gegangen, wenn ich das Nacht nicht... Also hätte ich irgendwie... Ich hab die ganze Zeit wegen dem Mond gedacht, dass da irgendwas Weihnachtliches, weißt du, so... Oh. Sucht man sich jetzt aus oder was? Lokführer ist nicht so schwer. Nee, okay. Das stimmt. Man darf auch frickeln. Sympathisch. Ja, aber noch nicht. Du bist sympathisch, mir scheißegal. Ich bin gewinnt, verdammt nochmal. Okay. Mach du. Okay. 3, 2, 1. Die Zeit läuft. Easy. Locker. Den hatten wir schon, verdammt nochmal. Ja, das ist Pech einfach. 2 Bonussekunden. Nee, nix. Nee, auf jeden Fall. Das ist Pech einfach. Frömmel. Ich will es aber sehen nachher. So lieben wir Florentin bei Montagsmaler. Menschen, Menschenmenge, Menschen, Kegel, Pinguine, Pinguin, Chor, okay. Chor singen, Chor Ensemble, Dirigent, Chor, okay. Chor Dirigent, Chorleiter? Ja! Naja! Hm?
Bisschen anders. Chorleiter? Na, das zählt jetzt. Naja, komm, das. Nee, was denn? Was ist es denn? Ey, warte mal. Chorleitung. Chorleitung, ja, ja, komm, ja, okay. Ah, ihr könnt euch wirklich mal ficken. Scheint nicht so gut dabei zu sein diesmal, Lisa. Okay, Sanitätskoffer. Sanitätskoffer. Arztkoffer. Was? Arztdiagnose? Arztdiagramm? Was ist das? Was ist das? Was ist das, Florentin? Okay, Arzt. Sorry. Arzt. Komm, Mann! E, Arztkoffe. E für Englisch, du Vollidiot. Sorry, aber. Doktor. Nein, so, und jetzt? Okay, E für Englisch, okay. Doktor. Ah, das ist jetzt übrigens der Schnitt von vorhin. Bleiben cool, ja. Immer, Freunde. 25 Sekunden. Ich hätte der Doktor geht wohin? Aber ist auch Englisch, okay. Science. Hier. Vergiss alles außer das hier. Ja, Doktor. Und jetzt gib mir einfach Begriffe. Okay. Hospital. Ich weiß. Nee, schon, es hängt schon hier 10 dran. 10 Sekunden. Okay. Stethoskop ist nicht Englisch, ja. Oh, sorry, was mir fällt gerade. 2, 1. Ja, ist super schön. Medikit? Medikit, ja. Yes! Also, gib mir noch einen Punkt. Nee. Ist halt, wenn er es nicht kennt. Sorry, dass ich hier auf den Fuß gestiegen bin. Alles gut. Im Eifer des. Aber war okay. Aber okay, wir sind jetzt aus. Aber hey, ich will dem Fabian mal eine Lanze brechen, das sind ihm ehrlich auch vergessen. Ja. Das hat man dann einfach nicht mehr so. Okay. Ich hätte es vergessen. Wir haben einen Begriff geschafft, ja. Ne? So, damit steht es jetzt 9-9. Okay. Ja, geil. Puh. Wer malt? Du. Okay. Chorleitung. Immer das aber das haben wir gut gelöst. Das haben wir gut gelöst. Das hast du ja dann gezeigt und so. Deswegen vielleicht nicht immer die Begriffe wegschmeißen. Mach's noch auf dem Tisch, ne? Just saying. Kann man noch unangenehmer werden als das wird gerade? Der nächste NDA-Einspieler. Betrug bei Montagsmaler. Ja, genau. Okay, ich hab's aufgefrümmelt, nicht drauf geguckt. Ihr macht die Uhr. Und los. Boah! Du schaffst das, Donny. Es sind mehrere Begriffe. Der erste: Autobahn, Straße, Kreuzung. Straße, Kreuzung. Kreuzung, Zebrastreifen, Stoppschild. Stopp. Okay. Hat er gerade die Zahl geändert? Ah. Rutschstopp. Rutschstopp. Stoppersocken. Ja! Oh mein Gott! Was für ein Scheißwort! Oh. Was sind denn Stoppersocken? Das kennt man. Ich kenne das schon. Ja, das ist, glaube ich, so ein lokaler Begriff dafür. Okay. Okay, dann wird's natürlich. Das erste Wort heißt. Montagsmaler mit lokalen Begriffen. Schlüsselloch? Obstschale? Obstsalat? Salatobst. Salat. Salatschüssel. Salatdressing. Salatpflanze. Salatöle. Salatöl. Salatölkräuter. Salatgift. Salatöl. Salatöle. Salat. Salatregal. Salatgewürz. Salat. 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 Besteck? Salat. Salatbar. Ja! Okay. Wie viel noch? 10 Sekunden, komm mal. Sehr komm, gut, mal. Donny, sehr gut. Okay, Regentropfen? Regen? Und. Regenschirm? Stopp. Regenmatte? Handtuch. Ah, okay. Aber gut. Yes! 2. Solide. Salatbar, ey, Salat malen ist schwierig. Ja. Aber ihr wart früher dran, ne? Hast du geil gemacht. Der Stoppschild war echt gut. Ach so, Perspektive. Nee, wir hatten drei. Stoppersocken, nee, das stimmt, sorry. Stoppersocken und Salatbar. Aber diese perspektivische Kreuzung da. Ja, das ist gut. Also, der Mann ich wollte halt nicht ein Stoppschild malen, weil dann Stopp kann ich ja nicht malen. Deswegen dachte ich, mit der Kreuzung weiß man ob, sofort. Ob die Form schon reicht, ne? Ach, ja, vielleicht schon, ja. Aber bei der Kreuzung weißt du sofort, dass halt ein Stopp. Schön, hey, wir brauchen noch 2 Punkte. Ja. Okay? Ja. Okay. Und wenn es gut läuft, dann machen wir 3. Ja, klar. Ja. Wir sind immer gern gesehen. Ja. Also wir sind jetzt gerade, wir haben unsere gar nicht eingetragen, oder? Wir müssen das noch machen. 2. Stimmt, wir hatten 2. Genau, wir haben jetzt 11 insgesamt. Und ihr habt gerade 9. Okay. Das ist spannend, ey. Das ist echt spannend. Ist okay, gut. Hast du aufgefrümmelt? Nee.
Kannst du machen, das ist fair. Man soll aber nicht drauf gucken halt. Schon mal aufrümmeln. Ach so, so, okay. Weil das genau. Zieht ein paar Sekunden ab. Und 3, 2, 1, go! Hey, das hatten wir schon. Okay, dann weg. Kann es sein, dass die doppelt sind? Das wäre sehr fatal. Ich hatte fatal. Vorhin auch schon einen. Mal 2 Bonussekunden. Diesmal ja, weil es das zweite Mal passiert ist. Habe ich auf dem Schirm, aber es dauert trotzdem noch. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das. Ey, Teelichtmuster ging auch nicht. Ja, muss, stimmt. Du wächst an der Aufgabe. Komm schon, Krane, wir kriegen es hin. Teils auf. Klare einzelne Gedanken. Teelichtmuster steht über allem. Wenn wir das haben, müsst habt ihr halt auch mal. Stück für Stück. Okay, was haben wir hier? Loch in der Wand. Wandloch. Fernbedienung. Computer. Automat. Automat. Nier Automata. Automatenstreik. Automatenanlage. Automaten-Coupon. Automaten. Der Automat sieht gut aus. Automaten. Casino. Wie sagt man? Automaten. Wie viele Worte haben Automaten als ersten Teil? Automatenrecht, Automatenvertrag. Automaten. Text, Automatenschrift. Automatisierte Rechtsprechung. wirklich in der Nähe Automaten. Automatenvertrag, Automatenrecht, Automatenjustiz, Automatenrecht, Automatenrichter, Automatenjura, Automaten. In welcher Welt sind wir hier gerade? Automatenrichtlinie, Automatenvertrag, Automatengesetz. Ja! Automatengesetz? Ihr habt doch einen kompletten Schaden eigentlich. 30 Sekunden Automatengesetz? 35 Don't eigentlich, mit den Bonussekunden noch. Jetzt noch 30. Okay, Fuß, Schuh, Schläger. Laptop, Maus und Laptop, Computer, Laptop. Laptop-Bildschirm, Laptop-Haus, Computerhaus, Informatikus, Internetcafé. Guck schon drauf. Schule, Laptop, tragbarer Laptop, Laptop-Tasche, Laptop-Tasche! 4, 3, komm, scheiß drauf. 2, Laptop-Tasche, ja, jetzt vorbei. Sehr gut. Boah, nicht schlecht, Laptop, 3 Automatengesetz! Ja. Ist das gerade irgendwas, was in der Politik Automatengesetz? Keine Ahnung. Ich habe es noch nie gehört. Vielleicht in Las Vegas. Ich habe eher an Gesetz gedacht, als du schon gesagt hast. So. Aber das nicht war, schlecht. Ihr das war sehr gut gezeichnet auf jeden Fall. Waren 2. 2, ja. 11, Alter. Hast du besseren Cliffhanger gibt's ja wohl nicht für den letzten Teil. Leute, wir machen ganz kurz Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. Steht 11, na, bis gleich. Völlig fertig. Zurück. Hallo. Hey, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, Hi. Ihr seid auch alle so geil wie wir. Und ich bin dran, ne? Ich hab eine Erektion. Oh. Lisa ist dran und ich würde sagen 3, 2, 1. Ja, Moment mal. Hallo. Jetzt hier steht's 11, da wird er gierig jetzt. Aber ganz wir schenken cool, euch Bonussekunden und du willst loslegen, wenn ich das Ding umdrehe. Wir haben jetzt noch 10 Minuten ungefähr. Ja. Das heißt, dann endet die Sendung. Ja. Mhm. Okay. Gut. Ja, okay. Was hast du denn also da kommt nicht nochmal was oder so. Das ist der letzte Teil, 10 Minuten, dann ist raus. Genau. Und wer hört auf? Wir. Welche Gruppe hört auf? Wir. Ja, der ihr müsst aufhören, weil wir haben. Genau. Ja. Genau. Okay. Das heißt, Lisa macht jetzt eigentlich noch eine Runde, dann ihr. Ich glaube, 2 hier insgesamt schaffen wir noch. Ja, genau. Alles klar. Gut, wir packen. Okay. Alles klar. 3, 2, 1, los. Ich lass dich erstmal. Das ist ein Ausgang. Exit, Strategie. Ausgang. Ja, Ausgang ist schon mal richtig, ne? So Ausgang, okay, cool. Notausgang? Ja. Alles klar. Danke. Easy. Ist ja quasi schon das Erste. Ja. gefällt mir nicht die Reaktion, aber ich bleib positiv. Okay. Ist es vielleicht Richtung Automatengesetz wieder irgendwas oder so? Ja, das geht. Das ist irgendwie ein Bett. Nee, da liegt einer. Man will einfach das. Ich kann es noch nicht so kennen gerade. Bett, ist das? Da liegt hier. Ich kann original nicht schwanger, Kind. Schwanger. Geburt. Geburtshilfe. Geburt, Hebamme. Geburtskanal. Ja, sehr gut. Geburtskanal? Alter. Das Kind auch rausfliegt, ey. okay, wir haben schon 2 Punkte easy. Jetzt kann man nur noch jetzt noch chillen. Haus, Block, Kiste, Weihnachtsmann,
Hund, Katze, Maus, Kreis, Verkehr. Also noch. War nochmal ansonsten neu, wenn du irgendwie. Das ist eine Kiste, ne? Quader, Kreisquadrat. Oh Gott! Ein Croissant. Ich hab Hunger. Oh fuck, sorry, das ist richtig dumm gerade. Scheiß drauf, wir haben schon 2 Punkte. Wie viel Zeit haben wir noch? 15. 15. Ach, ich, leider bin Form, ich Stechform, auch wieder so in die Richtung oder was? Irgend so ein, ich sehe halt ein Quadrat und ein Kreis. Ein Loch irgendwie. Also ich weiß nicht. Ich versuch. Da bin ich sehr gespannt jetzt einfach. Was ist das? Karton? Mhm. Pappe? Und vorbei. Oh. Tupperdose. Ah, Tupperdose. Ach ja, fies. Tupperdose ist fies. Ich bin froh über den Geburtskanal. Nee, du hast 2 sehr schwierige, vor allem Geburtskanal. Aber hättet ihr da was gewusst? Dose ist für mich immer eher rund, deswegen habe ich versucht, aber rund und perspektivisch zu zeichnen, finde ich ein bisschen schwierig. Ja, der Tupperdose ist schwierig. Ja, ihr habt schon. Wir haben jetzt 13 und 13 zu 11, okay. Ja. Das kannst du mal frömmeln, aber nicht drauf gucken, ne? Achte da, ich hoffe nur, dass es nicht doppelte Begriffe sind. Das ist wirklich. Das Angst, wäre ne? So ein krasser Prank einfach. Oh Mann, ja, ich verschmier den ganzen Tisch. Okay. Ich fröme ihn schon mal auf. Möchtest du ihn für mich auffrömeln? Nee, mach du selber. Dann guck einfach. Dann sag mir, wenn du bereit bist. Dann zähl ich runter. 3, 2, 1, go. Zeit läuft. Mein Gott, den hatten wir schon. Winkelkatze. Das ist doch das echt kann scheiße. Ja nicht sein. Kannst du nochmal stoppen? Ja, mach ich nochmal. Noch ja. Fröme mir mal auf. Leute. Das ist wirklich Quatsch. Gut. Los, 3, 2, 1, go. Okay. Es man scheint ihm sympathisch zu sein, der Begriff. Freude ist, okay, Hänge-Ding, Tannenzapfen. Was ist das? Eine Maus? Das ist Computermaus? Birne? 2, okay. Birne. Das zweite ist eine Flasche, okay. Das erste ist, das ist leider total undefinierbar, aber ich werde weiterraten. Es ist eine Frucht, es soll ein Schnaps sein. Ist es eine Krone? Okay, Krone. Yes. Das ist unsere Runde. Okay, das, ist das eine Frucht? Florentin, was ist das? Zunder? Ist das ein Feuer? Kerze? Kerze, Feuer, Feuerschnaps, Petroleumöl, Gas, Gaskocher, Gas, Gasflasche? Florentin! Eine Minute das noch. Das Dynamit sah aus wie ein Scheißhaufen. Wie so eine okay, Korb. England-Flagge. Geschenkpapier. Gut. Oh, jetzt haben wir mal die einfachen Griffe, kommen jetzt mal. Mein Gott! Silvesterrakete hatten wir auch schon. Das kann ja nicht sein, ey. Okay, Flasche. Wow. Flaschen okay. Plus. Oh, darf man das? Ich ist das weiß legal? Nicht. Flasche. Flasche finde ich ein bisschen fragwürdig. Flasche. Bohle. Bohle. Nein. Okay, okay. Flasche kommt irgendwo rein. Ja. Okay, alles klar. Also Geflüssigkeit, Flüssigkeitsbehälter, Glas, Weinglas, was ist das, Florentin? Was ist, das ist ein Deckel. Nein, Topf. Ist das ein Topf? Hä, was? Herd, Wanne? Was ist das? 10. Toast? Lager? Zum Lagern? 4, 3, 2, 1. Gasbehälter! 0. Kaltglas-Container! Ja, aber die Zeit war vorbei. Nein, lass du noch ist schon lang vorbei. Nein. Das war so lang vorbei. Wir hatten einen doppelten Begriff. Hey, das war so lang schon vorbei. Wir hatten einen doppelten Begriff. Hey, nee, sorry, tut mir leid. Einen doppelten Begriff. Tut mir leid, ey, was sind wir hier? Ja, müsst ihr entscheiden. Nee, jetzt kommen wir nicht mit. Müsst ihr entscheiden. Ich weiß ja nicht genau, wann es aus. Das war lange aus. Und du hast auch gecheatet, denn ich finde das einfach nur den Begriff nochmal zum Kreisen ein bisschen fragwürdig. Hey, Dachsachen, die man schon gemalt hat, darf man wiederverwenden. Wo kommt denn die Regel plötzlich im her? Im Schwabenland sagt man, das hatte Geschmäckle. Ich finde es aber schön, dass ihr gebondet habt, aber ich kann es nicht durchgehen. Ihr müsst auch mal, die Regeln sind die Regeln. War ja, was für Regeln, wo stehen die? 5 oder 10 Sekunden über der Zeit. Okay, das ist okay, das müsst ihr beurteilen. Aber mit dass man Sachen, die man schon mal gemalt hat, nicht nochmal machen darf. Okay, wenn wir uns darauf einigen, dass man es darf, ist es okay, ich habe es noch nie so gesehen. Sind wir gerade gleich auf, kann das sein? Wir sind wieder gleich auf. Okay, krass. 13, 13. Die Leute denken, die hätten uns das 2. Ist ja auch eine geile Punktlandung, das sind jetzt die direkten 2 Runden. Ach nee, du musst mal. Das ist ja der Hammer. Der Playlist-Fabian hat alles genauso durchgeskriptet. Oh, diese Papierverschwendung, ey, aber gut. Also jetzt wirklich noch 2 Runden, oder was? Ja. Okay, jetzt müssen wir uns aber anhalten. Aber das ist gut, wir hatten bei dir immer mehr Punkte, okay? Ja, ja. Du bist der Trumpf, du bist okay, der Joker. Jetzt sind wir dran erstmal, ne?
So. Möchtest du? Ich hab's aufgefrümmelt. Du musst dir die Uhr, du musst die Uhr machen. Ich glaube, ich weiß, warum die doppelt sind, weil wir vielleicht irgendwie die lagen da so auf dem Tisch und haben wir wieder welche reingemacht. Vielleicht war ich das sogar. Okay, egal. 3, 2, 1. Los. Das ist ein Gesicht, ein Schwein. Schweinepfote, Schweineschwanz. Schwein. Glücksschwein? Oh, fuck. Oh, scheiße, wie heißt das? Mhm. Du weißt, was es ist, aber. Scheiße, wie heißt das? Dieses Schwein überm Feuer. Ja. Ich. Fuck. Das ich versuche da Gedanken über. Oh, fuck. Rostschwein, das hat irgendwie so einen ganz eigenen Namen. Scheiße. Wisst ihr es schon? Mhm. Oh ja, yeah, Arschlöcher! Fondue, Mann, wie heißt das? Blitzschwein. Stromschwein. Blitzeinschlagschwein. Nee. Fuck. Oh, ich pass aus für uns, es tut mir ein bisschen leid. Okay, ey, ganz ruhig. Ja, bei 50, sag. Nee, das ist nur helfen damit. Damit nur helfen mit dem Begriff. Ja. Das darf ich ja wohl sagen, ey. Ja, alles gut. Ich will nur bitte. Aber du kommst nicht. Ich kenne deinen Gehirnknoten, du kommst da sonst nicht drauf. Fuck. Oh, ich hasse das, wenn mir Begriffe nicht einfallen. Rechauschwein. Oh, Mann! Ja. Und ihr sitzt da drüben und freut euch so! Ich kann ihn noch irgendwie ein bisschen fröhlich malen. Fröhliches ja, Feuerschwein. Komm, es wird nichts, oder? Nicht 10 Sekunden. Fuck. Wieso guckt ihr auch so beschämt weg? Weil sie nicht aufhören können zu lachen. Okay, Spanferkel. Oh Gott. Ja. Okay. Ey, scheiß drauf, passiert. Ich kenn das. Alles oh, gut. Ich wäre nie drauf gekommen. Aber du wusstest, dass es das ist, sozusagen. Ja, ja, ja. Aber das ist so ein Begriff, der mir selten einfällt, tatsächlich. Also auch wenn ich das dann sehe. Ich mache ja einmal die Woche Spanferkel, deswegen weiß ich das. Souverän und solide. Scheiß drauf. Aber die, haben sich so gefreut gerade innerlich, ne? Wie sie sich da hingesetzt haben. Habt ihr sofort gewusst, oder was? Ja. Ja. Naja, ja, weil ihr so gerne Spanferkel esst. Ich muss doch malen, oder nicht? Ich will dich ein bisschen unterstützen. Okay. Jetzt ganz. Okay, solide und so weiter. Ich wünsche euch so viele schwierige Begriffe. Das war's. Wenn die jetzt, die müssen einen nur richtig haben, ne? Gerne auf. Ja. Wir kriegen das hin. Hast du erst überhaupt keinen? Fuck! Okay. Ey, okay. Alles gut. Kein Stress. It's just a game und das war schwierig. Es passiert manchmal, kommt man nicht drauf. Was ist das jetzt hier? Das sind wieder irgendwelche alten Moin Moin Sachen von Florentin mit seinem Kumpel. Das ist von heute Morgen. Ist das Trump? Naja, wir können den Block auch umdrehen, glaube ich, eigentlich. Also, daran soll es ja jetzt nicht liegen. Aber du bist dir schon klar, dass seit Jahren das genau die Taktik ist. Wir können den Block schon umdrehen. Deswegen tauchen diese alten Bilder auf. Ja. Das sind bestimmt noch Sachen von meinem ersten Moin Moin von vor 2 Jahren. Okay. Okay. Ich darf. Du darfst frömmeln, aber diesmal, also sowas von unkulant sind wir, glaube ich. 13-13, letzte Runde. Ihr müsst nur ich will keinen Druck machen oder so. Ihr müsst mit nur einen einzigen. Hätten wir schon gewonnen, ne? Jetzt wird er nee, gehen. Nee, alles gut. Okay, also frömmelst du auf, guckst nicht drauf und sagst mir Bescheid, wenn du ready bist. Okay, ich bin ready. 3, 2, 1, go, die Zeit läuft. Okay. Ja, hallo. Locker. Legt der das da hin? Hast du es gesehen? Nee. Pferd, Hund, Katze. Pferd? Gut. Pferdeschwanz, Pferdesattel, Pferdestall, Pferdeleine, Zügel. Ja. Wow. Zügel! Yes! Zügel kriegt er hin. Zügel? Naja, hätte ich nicht gedacht. Das war nicht so schwierig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hey, herzlichen Glückwunsch. Verdient gewonnen. Zwar kein 17-2, aber hey. Nice. Gewonnen ist gewonnen. Muss man Ehre dem Ehre gebühren. Okay. Ja. Schön gemacht. Schönes Spiel. Dankeschön. Gut gespielt. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Gut gespielt. So, Leute, das war Montagsmaler, die Revanche. Ich denke, wir haben einiges klargestellt. Es dürften keine Fragen mehr. Wir haben unentschieden quasi gespielt. Es dürften keine Fragen mehr offen sein. Wer ist der Beste, ist die Frage, die noch offen ist. Weil es geht 1-1. Kommentiert mal, wie euch das gefallen hat, ob ihr nochmal eine Revanche macht. Aber das der Blick, du Arschloch, ey.
Und schaltet auch wieder das ziemlich, nächste Mal ein. Ziemlich, ziemlich rüber, komm. Montagsmaler. Ziemlich rüber, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.